Aloha, meine kleinen Teufelchen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subsistence. Ich bin euer Evil Knight und ich versuche euch hier durchzuführen. Durch all das, was wir machen. Jetzt sind wir ein paar Tage wieder vergangen. Blöde Arbeit halt, ne? Wollen wir erstmal kurz uns wieder einen Überblick verschaffen, wo wir hier stehen geblieben sind. Scheint hell zu werden, das ist schon mal gut. Haben wir hier was drin liegen? Nein. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall vorgehabt, irgendwie einen zweiten Ofen zu bauen. Für die Winterzeit, da fehlen uns aber noch einiges an Masse, okay. Das heißt, wir werden einfach mal, wie viel Strom habe ich denn? Bin ich schon bei über 500? Ja, okay. Wir lassen das hier einfach mal laufen. Wir gehen ein bisschen auf Suche. So, wir füllen hier nochmal ganz auf. Ja, wir könnten irgendwas essen. Oh, genau, essen. Das Hühnchen hatten noch von allem noch genug. Das können wir eigentlich auch bald aufwerten. Gefütterter Stoff. So, was ist uns jetzt wichtiger? Klamotten oder die Freilandhaltung? Level 10 ist natürlich schon geil, aber Level 10 bringt erst dann was. Wenn wir... auch Ofen und sowas haben. Und Kühlschrank. Wir töten das Vieh jetzt einfach mal hier Level 3, weil höher als Level 3 geht es jetzt gerade aktuell nicht. Da kriegen wir ein bisschen was Leckeres raus. Das ist gut. Auch die erste Premium-Feder. Wir holen uns dann auf jeden Fall auch wieder... Oh, ich muss Pfeile machen. Wir holen uns auf jeden Fall auch wieder ein neues Hühnchen. Das auf jeden Fall. Wir ballern erstmal alles hier rein. Wir haben ein paar Stöcke. So. Dann kochen wir gerade doch mal was. Das hauen wir in die Schmelze. Das hauen wir hier drauf. Das Fleisch mit dem Sternchen ist halt jetzt gezüchtet. Das heißt, es bringt ein bisschen mehr. Das Huhn nachher selber auf Level 10 bringt dann sogar hier so einen ganzen Hühnerkörper. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das sind natürlich dann Sachen, die können wir nachher genial weiterverarbeiten zu einem leckeren Braten. Und das pusht uns natürlich ungemein hoch. Die Premium-Feder legen wir dann schon mal hier rein. Die Federn packen wir auch dazu. Die brauchen wir auch gerade nicht. Was jage ich hier gerade durch? Eisen. Das ist auch gut. Warten wir das hier gerade nochmal ab. Einen Kühlschrank müssten wir auf jeden Fall auch bauen. Das definitiv. Legen wir da rein. Was bringt uns das Ei? Null Gemüse, okay. Ich glaube, das Zeug kann ich futtern. Das bringt 9 Gemüse. Wir machen mal so. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder Seegras und sowas mal farmen. Das Hühnchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich lassen wir hier. So, da wollen wir mal uns auf den Weg machen. In der Hoffnung, dass wir schöne Sachen finden. Wo lang gehen wir? Gehen wir hier lang? Na komm, wir gehen mal hier lang. Hier vorne war, glaube ich, beim letzten Mal spielen direkt auch irgendwo ein Bär. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall die Augen offen halten. Nicht, dass der Bär jetzt irgendwie meint, er muss jetzt gerade spawnen. Also Baumwolle wäre schön, wenn wir welche finden. Ansonsten, wir kriegen ja bald welche aus unserem Blumenkasten raus. Wir haben ja 3 Pflänzchen drin. Da oben ist ein Bär. Ein neues Hühnchen brauchen wir auf jeden Fall, das wir dann wieder da reinpacken können zum Wachsen bis Level 3.
Bestimmt gleich eins finden. Frage ist A, ob ich es dann treffe mit dem Pfeil und B, ob es dann überlebt. Ja. And so on and so on. Aber so ist es halt bei diesen scheiß Survival Games. Nicht viel Neues, man muss es sich hart erarbeiten. Das war doch gerade ein Samen, ne? Heilkräutersamen. Auch nicht schlecht, auch wenn wir es jetzt nicht zwingend brauchen. Aber wenn wir auf jeden Fall Biokraftstoff brauchen und uns den herstellen müssen, dann können wir natürlich auch Heilkräuter anbauen. Eine Militärkiste wäre cool. Dietrich haben wir ja einstecken. Da oben ist wieder ein Bär. Was ist jetzt hier los auf einmal? Alles voll mit Bären. War ein Häschen, das war jetzt nicht sonderlich wichtig. Aber jetzt gesehen bei den Hühnern, wenn man die züchtet und dann schlachtet, kommen auch diese Premium-Federn raus. Die Premium-Federn braucht man natürlich dann später für die besseren Pfeile. Weil Kompositbogen und normale Pfeile, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ging das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn das aber geht, machen die halt auf jeden Fall weniger Schaden. Und diese Premium-Pfeile dann, die machen natürlich exorbitant mehr Schaden. Und wenn man diese Pfeile dann auch noch verbindet mit Granaten, dann können wir natürlich einen auf Rambo machen und verschießen Granatpfeile. Was ich jetzt nicht gerade schlimm finde. Ist vor allen Dingen praktisch, nicht mal so um Jäger auszuschalten, also doch, wenn es die Jägergruppe ist und die relativ dicht beisammen stehen, dann schon, natürlich. Aber gerade um Türen zu knacken von Jägerbutzen. Man kann das über die Sprengladungen machen, aber die Sprengladungen, ja, die sind einmal teuer, sehr teuer. Und zweitens machen die viel mehr Schaden, als es so eine Holztür hat. Das würde natürlich dann Sinn ergeben bei diesen gepanzerten Türen, wenn die aufgewertet sind. Da macht es nämlich keinen Sinn, mit Granaten oder mit so einem Scheiß das Zeug aufzumachen. Das würde viel zu viel verschwenden und viel zu lange dauern dementsprechend. Dafür nehmen wir dann natürlich die Sprengladung. Ja, wobei ich sagen würde, wenn wir jetzt Granaten finden würden. Wir hacken auch mal ein bisschen Holz nebenher. Wenn wir natürlich jetzt Granaten finden würden, wäre das natürlich schön. Dann könnten wir da oben in einen Jäger nochmal besuchen gehen und die Tür nochmal aufmachen. In der Hoffnung, dass er jetzt was drin hat. In der Kiste. Denn ich sag's euch, der Loot in den Kisten ist ja teilweise schon sehr gut. Da sieht man aber dann, dass die Jäger cheaten. Und teilweise so kurz wie die spielen. Und was die dann an Loot dann da drin haben. Hatte ich eigentlich gerade eben Samen bekommen oder? Nee, eine Baumwolle. Ab und zu mal drauf achten. Aber ich denke mal, das nächste sollte jetzt erst der Kühlschrank sein, dass wir den bauen. Das sollte jetzt erstmal das nächste sein. Und dann können wir wenigstens uns vor dem Winter, bevor der See zufriert, ein bisschen Fisch angeln. In der Hoffnung, dass dann große Fische werden. Und die natürlich dann frisch halten. Und dann haben wir auf jeden Fall über den Winter hinweg genug Essen.
Natürlich, der trifft mich hinterm Baum. Ist ja klar, ne? Wieder zwei Waffenteile. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt habe ich aber keinen Verband, um meine Blutung zu stoppen. Okay, das werden wir trotzdem überleben. So schlimm ist das jetzt nicht. Genug Leben haben wir ja. Aber manchmal sieht man Jäger echt schon schlecht. Zumindest ich. Wahrscheinlich habt ihr den schon längst gesehen und ich bin so dämlich gewesen, bin reingelaufen. Aber zumindest hat der erste Pfeil auch dann direkt noch getroffen. Wenigstens etwas. Wenn es auch kein Headshot war. Aber welcher Jäger ist das? Ist das der da oben? Oder ist hier noch einer? Oh, da ist ein Huhn. Schiete. Ah, läuft jetzt zum Bär. Das ist nicht gut. Das lassen wir nochmal ganz schnell sein. Habe ich jetzt ausgeblutet? Ja, habe ich. Ich bin ausgeblutet, Jungs. Ah, da ist aber noch ein Huhn. Es hat überlebt. Sehr gut. Dann bringen wir das jetzt auch gleich direkt möglichst zügig zurück. Aber das nehmen wir natürlich mit hier. Da liegt eine Tasche im Wasser. Oh, und hier liegt noch eine Kiste. Wir erinnern uns, Nägel brauchen wir ja auch wieder. Dann packen wir das Hühnchen nämlich da jetzt rein. Naja, da können wir glaube ich nicht runter. Das macht dann nicht Platsch, das macht dann nur Krock und ich bin, hab mir wieder irgendwas gebrochen. Da oben ist noch ein Jäger. Guck dir es an. Und da hat sogar schon eine Solarzelle auf dem Dach. Ich glaub's ja nicht. Was ist da mit dem nicht ganz richtig, ey? Zwei Etagen, Balkon, Solarzelle. Ah, dem geht's gut. Da sieht man mal, wie weit die Jäger sind, wie schnell das bei denen funktioniert. Ich weiß gar nicht, gibt es hier für das Spiel überhaupt Cheats? Weil ich glaube nicht, dass es eine Konsole gibt. Das heißt, wir könnten ja nicht mal, wenn wir wollen würden, cheaten. Dementsprechend müssen wir uns natürlich hier alles hart erarbeiten. Dann gucken wir jetzt mal, da jetzt wieder volles Licht ist und Dünger und Wasser ja alles voll war, schauen wir auch gleich mal auf unser Beet, ob wir da jetzt noch mehr Baumwolle rausholen können. Aber ihr seht es gerade wieder hier oben im ganzen Bereich, so viele Fasern, so viele Heilkräuter, alles voll mit dem Zeug und nur eine einzige Baumwollpflanze gefunden. Das ist so deprimierend. Da könnte es ein bisschen mehr geben, finde ich. Zu einfach wird das Spiel ja dadurch nicht, aber ich sag mal so, wenn man den Winter hier wenigstens ein bisschen miterleben möchte, oh, oder mitspielen möchte, dann braucht man natürlich schon den ganzen Krempel. Da hinten können wir noch nichts ernten. Nein. Gut, dann haben wir wenigstens aber schon mal das. Dann braucht man natürlich schon diesen ganzen Sheet. Genau. Dann geh mal da rein. Nee, die Freilandhaltung bauen wir jetzt noch nicht. Level 10 ist zwar ganz toll und zwar ganz schön. Das, was wir aber machen könnten, wären die neuen Abteile, dass wir mehr reinpacken können an Hühnern. Klar, die fressen dann noch mehr. Wir erstellen jetzt einfach mal, ich bräuchte eigentlich nur noch eins, wir erstellen dann mal zwei, zwecks der Ordnung. Stahlbarren 2, Kleber 8. Das packen wir damit rein. Kleber 8 habe ich gesagt, ne? Halbieren. Halbieren. Kein Bock, immer wieder alles hier einräumen zu müssen. So, euch legen wir auch hier rein. Stoff. Ich weiß gar nicht, brauchte ich den Stoff jetzt? Keine Ahnung. Das essen wir jetzt. Das Äpfelchen essen wir auch direkt. Die Beeren essen wir auch. Dann sind wir erstmal wieder einigermaßen voll, hoffe ich mal. Hier ist Eisen ausgebrannt. Sehr gut.
Oh, das war falsch. Dann machen wir doch jetzt, das ist Kalium, da haben wir noch ein bisschen Eisen, machen wir jetzt mal ein bisschen Kupfer. Auch keine schlechte Idee, würde ich sagen. Da können wir jetzt noch ein bisschen Holz reinpacken, weil es zu wenig ist, was da fehlt für diese Pakete da. Heilkräuter, das haben wir da, das haben wir da. Moment, da gucken wir gerade mal, ob wir da was auffüllen können. Noch läuft er nämlich. So. Wir machen mal die anderen Abteile hier noch rein. Das mit Tierkot wäre auch praktisch. Brauche ich noch mal zweimal. Ja, mal gucken, ob es überhaupt hier jetzt hier mit hinhaut. Wir machen erstmal das hier. Und da fehlt uns schon eine Masse. Hier fehlt uns zwei. Ach, die haben wir gleich. Was haben wir auch jetzt gerade nicht da einstecken, ne? Strom läuft. So, was brauchen wir erstmal? Das ist Ofen. Was brauchen wir für einen Kühlschrank? Wir brauchen eigentlich nur Bretter und das ganze Gedöns. Das haben wir alles. Wir brauchen 200 Masse. Das heißt, dafür müssen wir den Massefabrikator nachher anwerfen. Und wir brauchen 1200 Strom. Also von den Grund- oder von den Max-Ressourcen her könnten wir das Ganze bewerkstelligen. Aber dann müssen wir aufhören, auf jeden Fall hier mit dem Gedöns. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Wir schalten das Ding mal aus. Na, nicht dahin. Dahin. Wir tun euch erstmal hier rein. Weil diese Legierungsbleche habe ich nämlich auch, dass ich da unten den Kotfänger bauen könnte. Jetzt können wir hier das neue Abteil machen. So, jetzt können wir noch zusätzlich zwei Hühner reinpacken. Jetzt haben wir nämlich dann hier drei Plätze frei. Dementsprechend schnell wird sich das da unten natürlich dann verflüchtigen. Wobei natürlich dann auch die Freilandhaltung irgendwann Sinn macht. Da der Kühlschrank, der juckt mich jetzt am meisten. Den brauchen wir definitiv. Was haben wir hier? Out 017. Was zieht denn gerade hier Strom? Ach, Lampe. Und da hinten das Ding zieht auch Strom, diese Naturlichtlampe. Lassen wir aber auch erstmal an, einfach, damit wir hier wirklich 100% Licht haben. Da haben wir nämlich 100%, hier haben wir auch 100% durch das Gedöns. Komm, dann schalten wir das hier aus. Strom sparen. Wir haben genug Licht von draußen. Und wir füllen dann gerade mal hier noch Wasser auf. Wir selbst können auch einmal Wasser trinken. Und Dünger machen wir auch mal voll. Habe ich da noch was drin? Jo. Ja, warum ich eigentlich einen zweiten Ofen noch bauen möchte, ist auch aus dem Grund, dass wir mehr Asche kriegen. Und natürlich der Grund, dass wir ins im Winter wärmer wird. Denn ich denke nicht, dass wir schon die. Ja, doch, die Möglichkeit hätten wir wahrscheinlich schon. Aber der Stromverbrauch von diesen Heizkörpern, der ist halt immens. Und ich glaube, da können wir erstmal im Moment nicht gegen an. Und hier haben wir aber komplett zu, ne? Ja. Da füllen wir hier schon mal den auf. Na, die Werte da unten sehen aber ganz gut aus. Das ist schön. Wenn wir auch wieder zwei brauchen, dann. Oh, ah, ne, gehen wir andersrum. Können wir nämlich hier wieder die Tür nämlich auch wieder alles zumachen. So, legen wir auch wieder da auf Eis. Da füllen wir wieder ein bisschen was ein. Den Rest lagern wir hier ein. Und dann können wir erstmal los. Massefabrikator schmeiße ich meistens eigentlich immer erst dann an, wenn wir wirklich 100 Masse voll haben, weil die füllt sich ja automatisch, aber das dauert halt Ewigkeiten. Wir gucken nachher mal. Vielleicht schmeißen wir irgendwas rein,
Mal schauen. Wobei uns ja dann mal wieder Strom verloren geht. Ah ja, das leidige Thema mit Masse und Strom. Das ist wirklich ein Leidensthema. Aber Baumwolle macht sich wegen schon mal so langsam. Das heißt, wir könnten es eventuell bis zum Winter schaffen, warm zu sein, was zumindest Klamotten angeht. Dann brauchen wir auch nicht so heizungstechnisch so viel in der Butze und tragen halt die ganze Zeit halt lieber dicke Klamotten. Ich denke, deswegen werden wir das erstmal sein lassen mit dem zweiten Ofen. Da kostet nur Strom. Also in der Herstellung Strom und Masse. Und die brauchen wir definitiv für einen Kühlschrank. Und dann könnten wir uns auch langsam, wenn wir einen Kühlschrank dann haben, weil der zieht ja dann permanent Strom, wenn man ihn einschaltet. Und seid versichert, es ist total beschissen, wenn einmal der Strom auf Null geht, weil dann geht der Kühlschrank aus. Ist dann aber Strom wieder eingeschaltet, ist der Kühlschrank nicht eingeschaltet. Da habe ich mir schon so manches Festessen kaputt gemacht. Durch nicht aufpassen. Das heißt, wir sollten uns zumindest dann anfangen und für Energie sorgen. Hat er mich gesehen? Ich hoffe doch nicht. Ja, alles gut. Aber sollen wir es mit dem Jäger nochmal anlegen? Ich habe immer noch keine Verbände. Könnten aber versuchen, ihn irgendwie Richtung Butze zu locken. Ja, nee, er läuft wieder hoch zu seiner Butze. Mal gucken. Da unten ist der nächste Jäger. Ein neuer Jäger. Da hat er hinten sogar sein Lagerfeuerchen gerade aufgemacht. Aber jetzt sind schon so viele Einzelne. Das muss ein Team sein. Kann ich mich vorstellen. Der angelt. Der angelt. Also in die Richtung haben wir richtig Stimmung hier. Ja, das ist ein Team. Da ist nämlich der zweite davon. Wenn ich den einen angreife, kommt der andere auf jeden Fall auch dazu. Also das ist schon mal ein Zweier-Team. Die werden auf jeden Fall eine große Bude bauen. Ja, das ist jetzt blöd. Eigentlich wollte ich in die Richtung farmen gehen. Also es wird Zeit, dass wir Munition kreieren fürs Gewehr, ne? Gewehrmunition. Kein Bock, immer so oft zu sterben. Oben sehe ich eine Kiste stehen, aber keine Militärkiste. Also, eine Militärkiste wäre schön. Die machen sich so gut in der Landschaft. Außer man hat keinen Dietrich. Da machen die sich überhaupt nicht gut, dann ist das sehr ärgerlich. Aber schon lustig, wenn man Dietrich einstecken hat, dann sucht man die stundenlang. Und unter Umständen findet man keine. Und hat man keinen Dietrich einstecken, dann spawnen die. Wie bekloppt. Erzilein. Sei bitte mein. Zwischendrin wieder mal die Hitbox gefailt. Das ist ein Wölfchen. Brauchen wir aktuell aber nicht. Sehnen wären natürlich auch toll, ne? Mehr Seile. Holz natürlich immer mitnehmen. Genauso wie Pflanzenfasern. Allein schon nur, um Grundwärme zu generieren. Ah, der ist leider tot. Das ist auch immer so ein Glücksding. Aber da haben wir wenigstens Federn. Könnte schlimmer sein. Federn und ein bisschen Fleisch, ne?
Bär? Du siehst mich nicht. Du ignorierst mich einfach. Bitte. Fauna. Ja, sehr schön. Jetzt dreht er sich um und BAP! Tot. Das wäre jetzt so mein Glück. Kiste noch bekommen. Bär backt und haut mich weg. Das wär's. Genau, geh mal was trinken. Also die dicken Bäume würde ich euch immer empfehlen. Hackt die immer mit. Gibt am meisten Holz daraus und die Baumlarve. Ich kann es nur betonen. Solange man dann angeln kann, optimal wäre natürlich schon, wir hätten einen Kühlschrank, dann könnten wir einfach mal so eine Angelfolge einlegen, dass wir einfach mal eine halbe Stunde wirklich nur durchangeln. Unseren Kühlschrank befüllen. Aber dafür bräuchten wir den Kühlschrank natürlich erst. Warum haben wir den noch nicht eigentlich? Das ist ein Hase. Brauchen wir nicht. Oh ja, wir hätten jetzt natürlich drei Plätze jetzt frei. Wir könnten auch einen Hasen reinpacken, aber... Ja, da kommt eigentlich nur ein Kaninchenbraten bei rum. Base. Ey, die sind schon ne, aufdringlich, diese Jäger. Aber ich glaube, die haben wir schon gesehen, ne? Aber auch cool, im Wasser gebaut. Also wieder Meister Tatz. So, jetzt wird es aber langsam wieder dunkel. Das ist sehr gut, praktisch. Gehen wir zurück in die Bude und schalten mal auf jeden Fall wieder unser Gartenlicht an. Dass das da weitergehen kann. Oh, jetzt haben wir da einen Bär direkt auf der Route. Den kennen wir schon, der will nichts von uns, der mag uns nicht. Oh, ich freue mich schon auf den Augenblick, wo uns das scheißegal sein wird, auf welches Tier wir stoßen. Und wir alles irgendwann nass machen werden einfach. Und dann nehmen wir es mit und essen es. Haha. Yep. Da können wir auch irgendwann wieder mal die Map erkunden gehen. Wobei ich das eigentlich viel lieber im Winter machen würde, Map erkunden. Weil da kann man hier eh nicht angeln. Dann eh alles zugefroren. Und alles blöd. So, Kartoffeln sind fertig, herrlich. Karotten noch nicht. Nein, natürlich nicht, weil da fehlt ja dann nachher wieder Licht. So, was bauen wir an? Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Was haben wir denn hier? Heilkräutersamen. Was haben wir hier? Zwiebelsamen. Also Baumwollsamen haben wir leider nicht. Zwiebelsamen haben wir schon 16 Stück. Kartoffelsamen haben wir 7 Stück. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir ziehen jetzt hier
Ein paar raus. Legen die da rein. Dann können wir die Kartoffeln nämlich hier dazu packen. Und pflanzen hier draußen erneut Kartoffeln an. Dann schalten wir das Licht wieder ein, dass er jetzt schon mal loslegen kann hier. Sehr gut. Was habe ich jetzt in die Hand genommen? Oh, okay. Damit wir hier drin jetzt was sehen in der Nacht, schalten wir das auch schon mal ein. Zack. Haben wir auch wieder. Legen wir da mit dazu. Da füllen wir ein bisschen was auf. Machen wir hier mal Schlachten. Kochen wir uns so schnell was, dann haben wir wieder eine Kleinigkeit. Strom lässt nach, ihr seht's. Das heißt, Heilkräutersamen können wir auch irgendwann anbauen. Oder sollten wir irgendwann anbauen? So, warten wir hier kurz. Dann essen wir noch zusammen noch das Stückchen Hähnchen. Dann, ja, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Jo. Ihr wisst ja, was ihr dann zu tun habt, ne? Lasst ein Abo da. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, freue ich mich natürlich, wenn ihr einschaltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.